Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut. Heute ist Montag, das heißt für uns wieder, es ist Zeit für Healthy Monday. Und heute habe ich mich für die Trauben entschieden, weil ich Trauben über alles liebe und weil die unglaublich gesund sind. Die haben zwar so einen schlechten Ruf als Kalorienbombe, das stimmt aber gar nicht, die haben gar nicht so viele Kalorien. Und der Fruchtzucker, der da drin enthalten ist, ist auch nicht so schlimm, den vertragen sogar Diabetiker. Auch das heutige Video ist unterstützt von Karin Marker. Das sind die Brushmarker, die ich bei jedem Healthy Monday verwende. Und ich habe auch schon mal ein Vorstellungsvideo darüber gemacht. Da habe ich coole Weihnachtskarten gebastelt. Aber für diejenigen, die voll auf Handlettering stehen, könnte es sogar zu dieser Jahreszeit ein cooles Video sein. Für diejenigen, die das cool finden, was ich da mache und gern mehr davon sehen möchten, das ist jetzt schon die 8. Folge. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch die Playlist nochmal in der Infobox. Die Infobox ist unter dem Video, also die Videobeschreibung. Warum ich mein Journal gestartet habe, ist ganz einfach. Ich möchte euch und mich dazu motivieren, mehr Obst und Gemüse zu essen. Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten damit. Aber wenn ich so schwarz auf weiß sehen kann, wie gut es für mich ist und was es für mich so bringt, motiviert mich das auf jeden Fall viel, viel mehr davon zu essen. Bei den Markern ist es auch ziemlich cool, so die Farben miteinander zu vermischen, indem man die Spitzen so aneinander hält. Das sind auch 3 verschiedene Blender mit dabei. Je nachdem, auf was für einem Papier man malt, kann man den Blender sogar auf dem Papier benutzen. Aber auf dem Papier, was ich da benutze, geht es leider nicht so gut. Da lassen sich die Farben auf dem Papier nicht so gut verblenden, weil sie irgendwie zu schnell einziehen, obwohl es Markerpapier ist. Ja, aber auch so Aquarellpapier geht es auf jeden Fall sehr gut. Und auf dem Papier ist die Technik mit diesen Spitzen aneinander halten die beste. Und das finde ich ziemlich cool daran, wenn man neue Sachen ausprobiert, also neue Stifte, neues Papier und so weiter. Da muss man manchmal erst so rumprobieren und schauen, was am besten funktioniert. Und ich finde, das ist auf jeden Fall das, was am meisten Spaß macht. Ich finde, so Kraftpapier und Trauben passen einfach super gut zusammen. Ich mag das total. Ich habe ja dieses Kraftpapier fast überall auf den Seiten verwendet. Das benutze ich, um die Seiten abzukleben, die ja von hinten mit Farbe verschmiert sind, weil die Stifte natürlich auch durchdrücken. Bei so einem dicken Aquarellpapier passiert das natürlich nicht. Also es kommt halt immer drauf an. Ich habe mich für dunkle Trauben entschieden, weil diese um einiges gesünder sind als die hellen Trauben. Und für diejenigen, die gern kernlose Trauben essen, ich muss euch enttäuschen, kernlose Trauben sind leider nicht ganz so gesund wie die mit den Kernen, weil die Kerne sind besonders gesund. Das ist voll traurig, weil ich liebe kernlose Trauben. Die Kerne, die nerven mich immer so ein bisschen. Aber da ich jetzt weiß, dass sie total gesund sind, werde ich vielleicht auch mal Trauben mit Kernen kaufen. Ich weiß noch nicht. Und bei der Farbe ist mir das eigentlich total egal. Ich mag die roten, aber auch die grünen, also die gelben oder weißen Trauben. Und wie ist es denn bei euch? Mögt ihr Trauben mit Kern oder ohne Kerne? Und welche Farbe bevorzugt ihr? Stimmt mal ab! So
Trauben sind auch super gut für die Haut, vor allem für die Elastizität der Haut. Vor allem eben auch bei Menschen über 25, da passiert es leider automatisch, dass die Haut ein bisschen weniger elastisch wird. Und deshalb sollte man da am besten Trauben essen. Und da freuen sich sicherlich die Weinliebhaber, weil Wein besteht ja aus Trauben. Aber leider ist es bei Wein nicht so. Also es ist schon so, aber dadurch, dass da der Alkohol drin ist, hebt es sich gegenseitig auf. Also Alkohol ist echt nicht so gut für unseren Körper. Auch wenn es manchmal in Zeitschriften steht, dass Wein gut ist für die Haut und sowas. Also ich glaube, das ist echt Blödsinn. Ich glaube, das ist nur so eine Werbemasche oder sowas. Okay, ich glaube, die meisten von euch sind noch zu jung für Wein. Also kommen wir mal zurück zu den Trauben. Trauben sind auch super gut für den Zellschutz. Und das ist natürlich auch super für uns, weil wir bestehen aus Zellen und unsere Haut besteht aus Zellen. Dementsprechend sind die Trauben eben auch gut für unsere Haut. Und Trauben helfen auch, den Wasserhaushalt zu regulieren, was natürlich auch gut ist für unsere Haut, weil eben so Wasserablagerungen oder sowas gelöst werden und aus dem Körper gespült werden. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Reinigung und dadurch entsteht eben auch so ein Detox-Effekt. Das heißt, unser Körper kann entschlacken und eben die Gifte aus dem Körper spülen. Am fleißigsten sind die Kerne und die Schale beim Detoxen. Und noch ein Minuspunkt für kernlose Trauben. Nein! Aber besser kernlose Trauben essen als gar keine Trauben essen, oder? Ich habe mir so ein Set voll mit so pastellfarbenen Masking Tapes gekauft und da möchte ich auf jeden Fall auch noch ein paar Farben benutzen. Das war auch wieder sowas, wo ich mit mir gerungen habe, ob ich mir die kaufen soll oder nicht. Und im Endeffekt habe ich es mir dann doch gekauft. Und ich verlinke euch übrigens alles, was ich so benutze, in der Infobox. Ich habe jetzt auch noch so eins gefunden, was ich zu Hause hatte. Das sind so Trauben drauf. Das passt, glaube ich, ziemlich gut zu dieser Seite. Also wenn dieses Tape irgendwo hinpasst, dann auf jeden Fall auf diese Seite. Ich habe mich jetzt für dieses lachsfarbene Band entschieden. Die Farbkombi ist vielleicht nicht für jedermann was, aber mir gefällt das ziemlich gut. Trauben passen natürlich besser zum Spätsommer, weil sie im Spätsommer in Deutschland geerntet werden. Aber ich habe mir gedacht, Wassermelone habe ich ja auch schon gemacht. Und das passt ja bekanntlich mehr zum Sommer. Okay, dann kann ich auch was passend zum Spätsommer machen. Dieses lange Wort links unten heißt Traubenkernextrakt. Und zwar sind die Traubenkerne so gesund, dass aus den Traubenkernen so ein bestimmter Stoff gewonnen wird. Und zwar heißt dieser OPC. Ich bin kein Experte. Das heißt, es kann sein, dass ich das ein bisschen falsch sage, aber auf jeden Fall wird aus diesem OPC Öl gemacht und auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und sowas und natürlich eben aus dem Öl Lotions und Cremes gemacht. Ich schätze mal, es sind Anti-Aging Cremes wegen Elastizität und sowas. Ich habe auch empfohlen bekommen, OPC zu nehmen, weil ich die Autoimmunkrankheit habe, Psoriasis, und die Symptome liegen eben auf der Haut, deshalb denken viele Menschen, dass es eben nur eine Hautkrankheit ist, aber eigentlich ist es irgendwas innen drin, was kaputt ist und repariert werden muss. Aber dadurch, dass man nicht weiß, was das ist, ist es natürlich ziemlich schwierig, da ranzukommen und eben auch, um die Symptome dann zu bekämpfen. Bei mir springen keine Cremes an und keine Öle und nichts und deshalb versuche ich 1000 Sachen und ja, deswegen nehme ich auch demnächst diese Nahrungsergänzungsmittel. Und falls ihr wissen möchtet, ob mir das irgendwie hilft oder ob das irgendwas mit mir macht oder sowas, dann kann ich euch da auf dem Laufenden halten. Unter anderem ist dieses Traubenkernextrakt super gut für den Herz-Kreislauf und die Durchblutung. Und ein perfekter Snack sind Trauben auf jeden Fall auch, weil sie wenig Kalorien haben und weil Diabetiker sie auch vertragen, weil sie eben insulinunabhängig vom Körper verstoffwechselt werden. Und es ist auch, glaube ich, für normale Menschen ganz gut, wenn der Insulinspiegel nicht zu hoch steigt. So, wir kommen langsam zum Ende. Ich hoffe, die Seite gefällt euch. Ich hoffe, ich habe euch Bock gemacht auf Trauben. Und macht gerne bei der Verlosung auf Instagram mit, denn Karin Marker und ich verlosen 26 Farben von den Karin Markern plus einen Blender. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like oder beides. Und natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. Das ist kostenlos. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich habe euch lieb. Ciao!